Feuer. Ich bin so stolz auf dich, mein Junge. Danke, Mama. Gut gemacht, Jimmy. Danke, Trainer. Bob, ich gratuliere. Nach diesem Erfolg könnte ich mich eigentlich zur Ruhe setzen und dir die Präsidentschaft übertragen. Na, ein wirklich erfolgreicher Tag. Danke. Ja, komm, komm. Yeah! Hey Roy, wie geht's Cassie? Fantastisch! Ach, zum Glück. Ihr Knöchel ist in meinem Auge! Tut mir leid. Ach, tu doch nicht so! Du weißt doch ganz genau, wie das passiert ist, oder? Was? Kein Absatz bricht wohl so gerade ab. Oh, das ist aber eine Überraschung, hä? Da hat mir jemand nachgeholfen. Und jetzt glaubst du, natürlich glaube ich das! Du bist doch auch scharf auf die Siegerprämie, oder? Ich bin scharf drauf, zu zeigen, dass ich der Beste bin. Dazu muss ich nicht bescheißen. Nein. Natürlich nicht. Nein. Der süße kleine Jimmy Miller, der braucht sowas nicht. Nein, der doch nicht. Dann war es doch meinetwegen deine Mutter. Bist du besoffen? Wieso? Merkt man was? Es ist mir auch sowas von egal. Blöd bin ich nicht. Und ich lasse mir doch $10,000 nicht von ein paar mittelmäßigen Durchschnittstänzern wegnehmen. Alles klar, Miller? Oh, mein Baby! Jesse! Jimmy, nicht jetzt. Ich überlege mir schon die ganze Zeit, was ich mache, wenn wir das Finale der Miami Knights gewinnen und die $10,000 kassieren. Alles Liebe zum Valentinstag! Ha! Leg sie darüber. Ich könnte mir die Titten aufpolstern oder die Lippen aufspritzen lassen. Man sollte schließlich an mich erinnern. Jesse, wozu brauchst du eine Säge? Zu gar nichts. Ah ja? Dann schau dir mal Cassies Schuh an. Der ist angesägt. Angesägt? Stimmt. Das bewundere ich so an dir, Jimmy. Du bist ja so clever. Jessica, Cassie hat sich verletzt. Sie wird vielleicht nie wieder tanzen können. Dann schicke noch ein paar Blumen. Hauptsache ist doch, wir sind den $10,000 einen Schritt näher. Wenn das rauskommt, dann sind wir geliefert. Und zwar für immer. Sollte irgendjemand etwas davon erfahren, werde ich sagen, dass das Ganze deine Idee war. Ein zweitklassiger Tänzer wie du hätte Grund genug dazu. Hör zu, Jimmy. Ich habe lange genug im Keller gelebt. Jetzt will ich endlich ins Penthouse. Und ich werde nicht die Treppe hinaufsteigen. Nein, ich nehme den Lift. Dann such dir einen anderen Liftboy. Du Schlappschwanz! Ach! Oh. Männer.